Am Samstagabend fuhr der Spitzenreiter FC Viktoria Birkersdorf Richtung Jülich zum SV Viktoria Koslar 1. Um 18:30 Uhr war Anpfiff. Kein Stau in Jülich nach Koslar, trotz Großeinsatz der Feuerwehr am Samstagnachmittag. Der Trainer ist mit seiner Mannschaft pünktlich erschienen. Um 18:30 Uhr Anpfiff. Und Willi Kirschbaum wird uns nun erzählen und berichten, wie das Spiel verlaufen ist. Zehntes Spiel. Frage 1, Sieg oder Unentschieden? Guten Abend. Guten Abend, Herr Jochens. Wir haben 4-2 gewonnen in Ja, Glück. einem recht umkämpften Spiel. Ja, Glückwunsch. Zehntes Spiel, 30 Punkte vorab. Eindeutig der Tabellenführer in der Kreisliga A. Also gehen wir mal zum Spielverlauf in Koslar. In den ersten 45 Minuten sah es, glaube ich, noch nicht so ganz aus. Die Koslar haben sich ganz offensiv auf ihre Mannschaft eingestellt, ne? Ja, das haben sie sehr gut gemacht. Der Trainer von Koslar hat die Mannschaft auf uns gut eingestellt. Ich denke aber, es war hauptsächlich ein Problem, weil wir kurzfristig umgestellt haben. Beim Training war ein leichtes Ziehen bei Manuel Junglas und der hat jetzt vorm Spiel signalisiert, weiß nicht, das ist mir zu riskant. Ich möchte mich dann auf Mittwoch fokussieren. Gegen den TSV haben wir ja das Nachholspiel. Und haben dann ein bisschen umgestellt. Das hat die Mannschaft wahrscheinlich etwas nervös gemacht. Wir waren auch in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, nicht ganz griffig. Also haben hinten ein bisschen was oder auch im Mittelfeld ein bisschen was zugelassen. Das hat Koslar sehr, sehr, sehr gut gemacht. Da haben wir zwei, drei Chancen gegen uns. Philipp Kabil hätte eine super und wir hatten einen Pfostenschuss gegen uns, wo ich sage, da haben wir mehr wie Glück gehabt, dass es nicht 1-0 für Koslar steht. Machen dann aus dem Nichts heraus, in einer Chance, wo der Torwart und Presley, keine Ahnung, was da passiert ist, aber auf jeden Fall lag der Ball auf einmal im Tor, ein 1-0. Danach sehr schöne Kombination über die rechte Seite von Ilka und der legt auf Angelo Minervino auf zum 2-0. Da hatten wir dann das Spiel wieder ganz gut im Griff, hatten auch noch eine sehr gute Chance aufs 3-0 durch Presley, und bekommen dann ganz kurz vor der Halbzeit dann nach einer Unachtsamkeit von der Sechserposition in einem Dribbling dann ein 2-1 rein. Aber Koslar hat es auch, wie gesagt, gestern sehr stark gemacht. Ja, sehr stark. Also sich richtig auf den Spitzenreiter vorbereitet. Halbzeit, 19:15 Uhr, ab in die Kabine. Und mit welchen Werten oder Erfahrungen oder Ergebnissen und Hinweisen auf die zweite Halbzeit? Ja, wir haben natürlich, es war schon ein bisschen verbal laut in der Kabine. Der ein oder andere Spieler durfte und hat auch mal was gesagt. Und Manuel Junglas hat mal zur Mannschaft gesprochen, wir Trainer. Wir haben uns alle versucht, so ein bisschen wach zu rütteln, dass das nicht so ganz intensiv war, dass das ein bisschen nachlässig war. Und ja, ich denke, das ganze Paket in der Kabine war echt gut und hat mir auch gefallen, dass die Mannschaft da so ein bisschen verbal aggressiv war. Und das konnte man eigentlich auch direkt von Anfang an in der zweiten Halbzeit erkennen. Wir haben da deutlich besser gespielt. Wir waren griffiger in der Abwehr. Im Mittelfeld wurde schneller umgesetzt und hatten von vornherein eine Chance nach der anderen, machen das 3-1, machen das 4-1. Ich wechselte dann, Presley kam raus, Olli Brandt kam rein, der war ja 4 Wochen gesperrt, hatte dann eine hundertprozentige, das tut mir leid für den Jungen, dass er nicht reingemacht hat. Hatten auch noch eine Chance danach, wo ich sage, der muss doch drin sein. Aber wie es denn so ist, wir haben dann in aller Sicherheit, alle Spieler wollen spielen, weiter gewechselt und kriegen dann irgendwann in einer Unachtsamkeit das 4-2 rein. Und dann weiß ich nicht, ob man das Wackeln nennen kann. Wir wurden ein bisschen nervös. Vorne war dann auch nicht mehr die Entlastung. Wir hatten auch nicht mehr die hundertprozentigen Chancen. Aber es passierte hinten auch nichts mehr. Philipp Kabil hatte einen guten Tag. Die Abwehr stand dann ganz zum Schluss wieder relativ sicher. Im Mittelfeld über die Sechser wurde dann Entlastung gemacht. Angelo Minervino mit einem Riesentag. Nico Collaras, tolles Fußballspiel. Also ich möchte da auch wieder an die Gemeinschaft, an die Kameradschaft appellieren. Das war toll. Wir haben 4-2 gewonnen bei einem Gegner, der uns wirklich alles abverlangt hat, gut eingestellt war und es war absolut nicht einfach, da 3 Punkte zu holen. Ja, Sie haben es angesprochen, den Doppelschlag in der zweiten Halbzeit, immer von 2 Minuten auf 1:3, 1:4.
Da musste sich wahrscheinlich der Gastgeber erstmal ein bisschen schütteln, um diesen Schock zu verarbeiten. Hat auch reagiert und wurde dementsprechend auch, sag ich mal, denn aggressiver in der Offensive. Ja, die haben nie nachgelassen. Ich glaube, bei 5 oder 6-1 hätten die auch nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Das war also wirklich aller Ehren wert, wie Kossler sich gewehrt hat. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Die haben guten Fußball gespielt und das will ich auch nochmal betonen, die haben Fußball gespielt. Also die haben jetzt nicht destruktiv hinten drin gestanden und alles nur weggepölt oder so. Nein, die haben Fußball gespielt und das haben sie gut gemacht. Und das hat uns definitiv alles abverlangt. Ja, alles abverlangt. 10 Spiele, 30 Punkte. Sie haben es eben schon vorweggenommen. Am Mittwochabend auf heimischem Geläuf gegen den Tabellendritten, den SG Türkischen SV Düren, der nach 10 Spielen 22 Punkte hat. Also ein hochinteressantes, brisantes Spiel wird da dementsprechend erwartet. Anpfiff wann am Mittwochabend? 19:30. 19:30 Uhr in Berkesdorf. Also wer Zeit hat, kann sich dementsprechend das Spitzenspiel der Liga anschauen. Die Viktoria empfängt den türkischen SV. Vielen Dank für das heutige Gespräch und noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Vielen Dank, Herr Juppens.